Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Quent. Ich habe mich schweren Herzens von meinen verstärkten Triebocken gelöst und dafür halt wieder normale Karten reingenommen, die wahrscheinlich irgendwann mal mit geileren ersetzt werden, aber Problem ist halt auch, ich kann halt keine silbernen Karten nehmen dafür, weil ich die nicht doppeln kann. Und ich brauche logischerweise genügend doppelbare Karten in meinem Deck, sonst bringt's ja nichts. Donner zweimal Schwalbe. Ah, die brauchen wir nicht zweimal. Okay, jetzt hätten wir nur einen, den wir verstärken können. Das heißt, Donner nehmen wir einmal raus. Zweimal Tagesanbruch. Ah, Hund, nice. Adrenalinrausch fehlt halt, aber was soll's. Fangen wir damit an. Das können wir dann auch in der nächsten Runde wiederholen durch die Sanitäterin. Nicht so schlimm. Ja, mal gucken, ob ich mit Wirren und Rorsch jetzt vielleicht jemanden kaputt machen kann und die dann. Oh nein, es geht der Dreck wieder los. Oh. Ich spiele mit dem Gedanken direkt abzugeben, weil er hat jetzt null Angriff. Er muss ja irgendwas machen. Das ist auf jeden Fall die Falle, wenn ich ausspiele, 5 Schaden. Was soll ich dagegen jetzt machen? Die Goldkarten verschwende ich jetzt nicht dafür. So, und jetzt hat die nämlich null Angriff. Jetzt muss die erstmal was machen. Scoia-Tell-Angriff. 4-6. Die Falle am Anfang auszuspielen finde ich auch nicht ganz so schlau, weil die sorgt ja dafür, dass der Gegner vielleicht so eine Karte wie die Kuh oder sowas spielen kann, die dann einfach das Short herbeiruft. War klar, das ist die Karte. Geil, Adrenalin rausgezogen, nice. Von mir aus? Hä, er hätte doch so oder so begonnen, oder? Das ist doch kein Effekt. Schon wieder der Scheiß? Jetzt kann ich meine Sanitäterin nicht holen, weil die sonst gebumst wird. Und der Effekt nicht kommt. Ich habe auch keine andere Karte, die ich jetzt verwenden kann. Das wäre alles komplett sinnlos. Also muss ich eine zufällige nehmen, kann ich dann einfach nichts dagegen machen. Oh nein, jetzt kann natürlich passieren, dass die Sanitäterin den wieder auferstehen lässt. Wie scheiße ist das denn? Aber wobei, das wäre gar nicht schlimm, dann kann ich die ja nochmal rufen, sich selber rufen. Halt jedes Mal 3 Stärke, wenn du eine Sonderkarte ausspielst. Kombos zerstören, jetzt schon. Wir können ja warten, wenn der eine Sonderkarte erhält, dann hat er immer noch 6. Dann kann ich ihn immer noch zerstören. Brauchen wir nicht gleich machen. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Wäre sogar besser gewesen, wenn die andere Karte gerufen wäre. Dann hätten wir nämlich mehr Stärke bekommen, aber ist auch so okay. Das war's. Oh, das heißt, er die zweimal. Jetzt wäre halt zerfetzen geil, aber habe ich leider nicht. Ich könnte ihn einmal. Aber halt, das macht dann nur 3 Schaden. Aber dann habe ich sie halt los, weil ich bekomme sie dann nicht mehr kaputt, wenn sie 6 hat. Wenn sie 6 hat, hä? Auf den Norden. Auf den Weg. Machen wir die lieber gleich weg, bevor sie sich halt boosten kann. Na? Bevor jetzt aber nochmal irgendeine scheiß Sonderkarte ausspielt. Das Problem ist, was ich gerade sehe, wir haben gar keine Karte mehr, die wir jetzt geil boosten können. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hoffen, dass wir eine kriegen, wenn wir Tagesanbruch ausspielen. Stimmt, die Karte wollte ich eigentlich auch dreimal im Deck haben. Um mich gegen Wetterdecks zu schützen. Und die ist ja nie Dead Draw. Man zieht ja immer eine Karte damit. Also eine Monstereinheit und die bringt quasi Speed ins Spiel. Oh, was ist denn das? Bringe die Stärke aller anderen Nicht-Göttern in der Reihe um 2. Ziehe eine Karte. Die gibt mir aber ziemlich viel Stärke dafür, dass sie eine Karte zieht. Solche Karten finde ich sinnlos. Ich meine, wenn man die Karte nicht im Deck hätte, wenn man die Karte nicht im Deck hätte, dann würde doch logischerweise an der Stelle, wo diese Karte gezogen werden würde, eine andere Karte gezogen.
Das heißt, wozu die Karte reinnehmen, dem Gegner 11 Punkte geben, statt halt einfach direkt selber die andere Karte zu ziehen. Es sei denn, die Reihe ist ja voll, aber da muss sie so voll sein, damit es sich lohnt. Ich meine, da müssen da 6 Karten liegen. 6 Stück. Man muss ja trotzdem mal kurz überlegen. Ich glaube, ich brauche schon wieder Tageseinbruch, oder? Ja, dann müssen da 6 Karten liegen, damit er halt 12 abzieht, damit sich das lohnt. Oh, ist nicht die schlimmste Karte, aber auch nicht die geilste. Ich kann die halt nicht doppeln. Ich kann die halt Adrenalin rauschen, glaube ich. Ja, aber ich kann die nicht doppeln. Das ist halt ein Nachteil. Ja, also ich glaube nicht, dass die Karte hier effektiv einsetzbar ist. Also, dass die Sinn macht. Ich glaube nicht, weil 11 Angriff beim Gegner und dafür dann eine Karte ziehen. Und wie oft hat der Gegner schon mal 6 Einheiten hier liegen, dass es sich lohnt und man dann quasi was abzieht. Also, sorry, aber... Und dann hat man einen Punkt abgezogen, einen Stärkepunkt. Also, da hat es sich immer noch nicht richtig gelohnt. So, lasst mich überlegen. Ich habe ja nichts anderes zum Boosten. Ich nehme jetzt erstmal den, damit weiter er mitgeboostet wird. Und vielleicht überlegt er sich ja dann nichts zu zerstören oder so. Ne, ich nehme erstmal die. Was willst du? Ich meine, wenn ich die hier dopple, bekomme ich auch noch meine Karte aus dem Friedhof. Das ist ja auch besser als nichts. Jetzt muss doch mal langsam die Runde abgeben hier. Kann ich denn holen? Ihn und ihn. Okay. Oh, er macht Fetzi Fetzi. Das ist scheiße, weil jetzt habe ich nämlich keine 3 Karten mehr, die ich boosten kann. Goldene kann ich nicht boosten. Dann nehmen wir jetzt ihn und jetzt ist halt die Frage, aber ich muss ja, ich kann ja nur sie doppeln. Das geht ja nicht anders. Und es bringt mir dann ja auch mehr. Also wenn ich die jetzt doppel, habe ich 14. Quatsch, 11, hab dann 22 mit Doppeleffekt und kann jemanden holen. Wenn ich ihn, ja, das ist grundsätzlich schon mehr. Stampf die Elfen in den Sand. Und verbrennen macht gerade nur die kaputt, was auch geil ist. Also das ist gar nicht so schlimm. Oh, er gibt auf. Lass mich überlegen. Adrenalinrausch bringt ja... Ach nee, Moment, das ist die zweite. Ja genau, das bringt nur jetzt was. Und das macht ja nur auf ihn Sinn. Und dann, wenn ich die jetzt aber doppel, dann würde ich ja den Effekt verschwenden. Also doppel ich dann erst in der nächsten Runde. Genau. Wir haben auch noch gute Karten mit. Mit Horn, mit Schwalbe. Verbrennen wir halt jetzt eklig. Jetzt haben wir halt keine 3 Karten mehr. Oh, Adrenalinrausch. Danke, Deadraw. Scheiße. Ja, eigentlich muss ich halt boosten, bevor ich doppel. Das ist der große Nachteil. Das heißt, wenn der jetzt verbrennt hat, macht er mich so elende kaputt. Das Ding ist aber, die anderen Karten, die bringen mir ja nichts. Ach, weil, wenn ich die Karte hole, wenn ich mir eine andere Karte hole, dann kann ich die andere Karte ja rein theoretischerweise boosten. Logischerweise. Oh, das ist jetzt heftig. Moment mal. Ich gebe jetzt erst Schwalbe, hoffe, dass er jetzt Verbrennen einsetzt, falls er das hat. Dann habe ich noch eine ganz minimale Restchance. Wobei auch nicht, weil ich kann ja mit Hunden gar nicht ihn stärken. Fällt mir gerade. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Jetzt muss ich eigentlich erst boosten und dann doppeln. Also erst holen und dann doppeln. Reihen schließen. Sag, dass das ein Witz sein soll. Oh nein! Ich darf eine Karte ziehen. Ja geil, danke. Fuck. Ah, wobei, wenn ich die jetzt hier reinlege, hat die ja nur einen Angriff. Geil. Oh, geil. Das ist ja richtig gut. Nice, danke, danke. Oh Gott, damit gewinne ich vielleicht sogar noch. Wie geil ist das denn, bitteschön? Okay, das war gerade der geilste Move überhaupt von meiner Sanitäterin. Was für ein Glück, ey. Was für ein Game-Changer-Glück. Krass. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. Deswegen macht die Karte keinen Sinn beim Gegner. Jetzt hilft sie mir ja noch. Nochmal, Frost. Ist dir nicht bewusst, dass das nichts bringt? Ach, er will eine Runde warten. Alles klar, Bingo Bongo.
Das kann ich auch, pass auf. Ich kann auch eine Runde warten. Na, was machst du? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Er wird nicht beeinflusst vom Frost. Ich bin eigentlich ganz gute Dinge wieder. Das war so geil, die Karte hier, Jeven. Nice. Ein Angriff dem Gegner gegeben, dafür nochmal eine Einheit bekommen, die 8 Stärke generiert. Geil. Hat man denn irgendwie noch großartig Nahkämpfer, die nichts gebracht hätten? Nee. Also so richtigen Detra hat man nicht drin im Friedhof. Die hätten alle was gebracht. Nicht perfekt, aber... Nein! Ist das ärgerlich, aber nicht 100% schlimm. Warum legt er die Karte denn jetzt hier rein? Die hat auch 2 Angriffe, wenn er sie irgendwo anders reinlegt. Verstehe ich nicht. Jetzt noch verbrennen oder irgend sowas, das wäre jetzt noch krass. Auch die legt er in den Frost rein. Hat er noch irgendwas? Ach so, nee, Quatsch. Ja, jetzt verstehe ich, warum, weil er die da boostet. Höhe die Stärke aller anderen Nichtgeneinheiten in der Reihe um 3. Ja, jetzt verstehe ich's. Sorry. Stampf die Elfen in den Sand. Das ist so geil, dass der Boost trotzdem funktioniert. 27,9. Und das Geile ist, er kann jetzt mit Verbrennen schon mal nicht alle kaputt machen. Das ist zwar eklig, aber ich denke, mein... Mein Horn sollte mehr bringen als seine Schwalbe. Nice, nice, nice. Oh, wir haben es gleich geschafft. Noch ein Spiel, glaube ich. Ne, wir sind Stufe 10. Was haben wir bekommen für Stufe 10? Gar nichts, aber wir haben 200 Dingens. Wir könnten jetzt wieder bauen, aber ich... Hab keine Lust, mir zu überlegen, was ich gerade bauen will und mir das anzugucken. Deswegen spielen wir jetzt einfach noch eine Runde. Das Igni wäre zum Beispiel geil. Ich glaube, als nächstes will ich mir Igni bauen. Das ist halt auch einfach so mächtig. Also wir müssen das nochmal durchlesen, aber ich glaube, ich will mir Igni bauen. Stufe 13, was kann der? Ach so, jetzt habe ich es nicht gelesen. Fuck. Horn, Adrenalinrausch. Brauchen wir nur einmal. Neneke. Neneke ist auch eine, die ich eigentlich meistens lieber nachziehen würde. Da haben wir dann schon massiv im Friedhof. Hautigenspeer. Ich glaube, ich lege den Cat wenig nach. Ich hätte gerne noch einen Blitz oder so. Okay, noch eine Einheit. So, der Gegner will, dass ich beginne. Okay, okay, okay. Jawohl. Ah, wobei, es wäre gar nicht so schlecht gewesen, Geralt zu spielen, um direkt mal ein bisschen Power zu machen. Spiele eine Silberkarte aus deinem Deck aus. Ah, geil, die können wir vernichten, das ist nice. Dann macht die keinen Stress in der nächsten Runde. Japan Ziegren. 7 Einheiten in der nächsten Runde ist auch nicht so verkehrt, sage ich mal. Aber das riecht ja fast danach, als wenn er in der Runde hier schon eher aufgeben würde. Jetzt muss ich überlegen. Ich überlege halt echt, ob ich dieses Mal erste und zweite Runde versuche zu gewinnen. Schwalbe verdoppeln, absichern mit Speer. Und dann das Horn drauf. Und vorher natürlich Adrenalinrausch, ganz wichtig. Vielleicht gibt er auch jetzt ab, dann wäre das auch nicht so schlimm, weil dann kann ich die Combo jetzt erstmal sichern und dann in die nächste Runde gehen. Ja, vielleicht sollte ich doch auch häufiger dann versuchen, die erste und zweite Runde zu gewinnen. Ah, jetzt wieder Geralt aus.
Schwalbe doppeln. Absichern. Wenn er jetzt verbrennen spielt, habe ich halt immer noch ein bisschen Backup. Das ist dann halt nicht ganz so schlimm. Echt krampfhaft versuchen, die Runde zu gewinnen, oder was? So, jetzt verdoppeln, dann absichern. Ich meine, er hat immer einen Zug dazwischen, also er kann jetzt trotzdem Verbrenner ausspielen, klar. Aber da ist dann noch nicht alles verloren. So, jetzt absichern. Nein, ich habe wieder vergessen, Adrenalinroll auszuspielen. Ich bin so bescheuert, Mann. Oh, fuck. Gott, bin ich dumm, ey. Formieren. 16 Stärkepunkte. Nee, Quatsch, 32 Stärkepunkte verlieren. Oh, bin ich bekloppt. Und er kann mir verbrennen, die Karte kaputt machen. Die eine. Es sei denn, er macht jetzt verbrennen, dann... Oh, Scheiße. So ein elender Dreck, ey. Ich überlege gerade, ob ich meinen Short für die dritte Runde als minimales Backup aufhebe. Ja. Och Mann. Wieso passiert mir das denn? Das ist meine Hauptkombination mit Adrenalinrausch. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir dieser Dreck passiert, ey. Ich kann sie wiederholen, aber er hat dann halt nicht mehr den Boost. Lass dich mal überlegen. Okay. Oh Gott, war das schlecht, ey. Ich hätte wahrscheinlich easy gewonnen. Easy. Ah, die Philippa gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut gerade. Scheint keinen Verbrenn zu haben, aber es regt mich trotzdem auf, dieser krasse Kackfehler schon wieder, ey. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Ich darf hier keine Karte mehr hinlegen, fuck. Ich habe aber erstmal eine andere Idee. Danke nicht mir. Danke Melitene. Politik interessiert mich. So, damit der erstmal nicht mehr geboostet wird. Das erste Mal, dass wir den Nick eingesetzt haben. Und diesmal war auch ganz geil. Ich sage ja, die ziehe ich lieber nach. Zerfetzen. Oh, dann werde ich alle zerstört. Scheiße. Nee, um 5. Ah, okay, um 5. Ich dachte, das passiert mehr, aber um 5. Okay. Mit um 5 kann ich noch leben. Aber ich kann immer noch Horn einsetzen. Und ich habe aber keinen Short mehr für die nächste Runde, fällt mir gerade ein. Falls ich die Runde verliere, aber davon geht erstmal nicht aus. Und wir haben noch hier die Philippa, um ihn zu bumsen. Dafür ist die einfach perfekt. Ich finde auch das Artwork von ihr natürlich wieder mega geil. Die wird ja wohl die Runde nicht mehr gewinnen. So, jetzt haben wir hier 14. Wenn wir das einsetzen, setzen wir es auf 13 zurück. Wenn wir es hier einsetzen, setzen wir es auf 11 zurück. Also jeweils ein Punkt. Das ist jetzt nicht so krass, aber es bringt mir halt auch nichts, die Einheit aufzuheben. Und bevor er jetzt hier noch Horn einsetzt und die doppeln will, kann er das jetzt nicht mehr machen. Also er kann doch doppeln, aber dann kriegt er drei Punkte dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube nicht, dass er die Runde noch gewinnt. Es wäre so geil, wenn ich jetzt wirklich Horn gekontert hätte dadurch. Oder das heißt gekontert, gedodged. Da lach ich doch.
Ja, die bekommt halt wieder auf die Hand. Die halt, sind nicht auch so sinnlos, diese Karte. Nimm Siri auf deine Hand, wenn du die Runde verlierst. Was bringt dir das denn? Klar, taktisch kann das Sinn machen. Dann hast du halt eine Karte für die letzte Runde. Aber die hat halt nur 6 Angriff. Also die wird halt so oft Deadraw sein. Die wird so oft nichts bringen. So, jetzt hat er bitte nicht mit 2. Oh nein, nein, nein. Bitte nicht. Das darf nicht reichen. Ach stimmt, Silberkarte. Oh nein, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ach, wir verlieren. Und wir ziehen halt nur Schrott und er hat dann auch 100 Karten in der nächsten Runde, er gewinnt. Er kann das Horn ziehen, er kann echt das Horn ziehen. Aber er verliert trotzdem, es reicht nicht, ja. Nice, knapp, aber es reicht nicht. Und wer hat uns den Arsch gerettet? Philippa Eilhardt. Ich wusste, dass die Karte geil ist. Aber daran muss ich denken, der Zwerg kann immer das Horn holen. Das ist ja mal mega krass. Daran muss ich denken. Und jetzt schauen wir mal nach, was das Igni genau macht und ob ich die will. Aber genau, das ist auch krass. Man kann sich immer das Horn holen. Eieieiei. Darum kann man sich bestimmt mega böse Decks aufbauen. Ich meine, man kann sich's einfach immer holen in jedem verfluchten Spiel. Man muss mal überlegen, wie oft das Horn Game Changer ist. Krass, das ist ja echt krass. Moment, nicht in Besitz. Neutral. Klar könnten wir jetzt auch noch den ganzen Rest durchlesen, aber Igni ist erstmal am interessantesten gewesen für mich. Weil wir den halt auch wieder boosten. Was macht nochmal Yennefer? Verringere zu Beginn. Ach ja, stimmt. Und Siri ist ja doch nicht so schlecht in meinem Deck. Weil es ist eine 8. Einheit. Das ist eine 8. Einheit. Weil die ist ja Gold. Haha. Und eine 8. Einheit, die man, wenn man die erste Runde verliert, nochmal auf die Hand bekommt und sonst einfach immer eine 8. Einheit ist, ist ja nicht schlecht. Aber ich glaube trotzdem, die bringt nicht so viel. Die ist eigentlich fast nie Game Changer. Und das ist ja eigentlich das Beste, wenn man Game Changer Karten hat. So, Yennefer, verringere zu Beginn deines Zugs die Stärke der stärksten Nicht-Goldeinheiten auf dem Schlachtfeld. Verringere zu Beginn deines Zugs die Stärke der stärksten Nicht-Goldeinheit. Um 1. Ist die so schlecht? What? Bin ich gerade blind, überlese ich was? Das ist doch nicht der Effekt von der. Die generiert dann 1 Stärke, ist damit Minus, dann kommen die auf 5. Es sei denn, es gibt mehrere, die den gleichen haben und wie es aussieht, nicht nur die vom Gegner, auch die eigenen können betroffen sein. Also bestimmt, es muss wieder ein Schreibfehler sein. Der Effekt muss doch anders sein, der ist doch komplett schlecht von jemandem wie Yennefer. What the? Hallo, das ist eine Goldkarte? Ich übersehe irgendwas. Verringere zu Beginn deines Zugs. Ach so, ja, jeder gottverdammte Zug. Aber, wie gesagt, der stärksten Nicht-Goldeinheit generell, also es kann auch auf dem Schlachtfeld, es kann auch deine eigene Karte sein, ist doch scheiße. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist ein Igni? Was ist denn das? Dudu. Setze die Stärke dieser Einheit auf die Stärke einer gegnerischen Nicht-Goldeinheit. Was? Hier, Igni. Geralt, Igni, kostet 800, scheiße. Zerstöre die stärksten Nicht-Goldeinheiten in der gegenüberliegenden Reihe, wenn diese Reihe eine Gesamtstärke von mindestens 20 hat. Die wäre auch böse, die Karte in meinem Deck. Ich meine, die hat eine Grundstärke von 8. Wegen Gold. Kann nicht zerstört werden. Boosten will ich die eh nicht als Goldkarte. Und der Gegner hat immer mal eine Reihe mit einer Gesamtstärke, gleiche Thema wie bei Philippa Eilhardt, von 20. Und wenn man Glück hat und er hat dann vielleicht noch eine gedoppelte, kann man zwei zerstören, aber auch wenn man nur eine davon zerstören kann, ist das gut. Das heißt, man macht zum Beispiel die geboostete Einheit platt mit 20 Stärke beim Gegner, von mir aus, sagen wir jetzt einfach mal. Und selber kriege ich 8 dazu, 28 Stärke, geil. Ja, also die hätte ich schon gerne im Deck, aber die bringt nichts. Also die bringt schon was, aber ich kann sie nicht nehmen, weil die kostet zu viel. 800, 1600. Wenn diese Einheit vom Schlachtfeld entfernt wird, verwandelt sie in Regis höherer Vampir, spielt sie aus. Wäre halt auch geil, die Karte. Schade, dass halt dieser Regis ein Silberspieler ist. Der müsste halt entweder Bronze sein oder Gold.
bei Gold wäre halt 10 in meinem Deck. Und bei Bronze könnte ich ihn boosten und verdoppeln. So ist es halt nicht so geil. Die Regis-Karte ist okay wegen 8 und so, aber. Okay. Ja, dann können wir jetzt erstmal uns. Was ist denn hier? Art. Verschiebe alle Nicht-Goldeinheiten in der gegenüberliegenden Reihe eine Reihe zurück. Verringere die Stärke aller verschobenen Einheiten um 1. Lohnt sich halt nur, wenn man mit entsprechenden. Wenn man mit entsprechenden Effekten spielt. Wettereffekten. Was macht Triss? Verringere die Stärke einer gegnerischen Einheit um 4. Ach du Gott! Auch wieder so eine geile Goldeinheit. Die hat halt einfach mal 10 Angriff in meinem Deck. Und reduziert um 4, also auch wieder 14. Nice. Zoltan, der Ausbilder, generiere einen der beiden Feldmarschall-Duda-Einheiten. Stärke 8. Erhöhe die Stärke aller anderen Nicht-Goldeinheiten in der Reihe um 2. Generiere eine der beiden Feldmarschall-Duda-Einheiten. Das ist ja geil. Der generiert 8 Stärke selber. Dann 3 durch den Vogel, der in irgendeine Reihe geschoben werden kann, wo jede Einheit 2 bekommt. Sagen wir mal, die Einheit hat. Sagen wir mal, die Reihe hat 3 Einheiten. Ich gehe mal davon aus, er selber wird nicht geboostet. Hat 3 Einheiten da liegen, dann bekommt jeweils 2, das sind 6. 6 plus die 3 sind wir bei 9. Plus die 8, 17. Das heißt, mit dem macht man relativ wahrscheinlich 17 Stärke. Nicht schlecht, oder? Verringere die Stärke aller anderen Nicht-Goldeinheiten in der Reihe um 2. Das heißt, die könnte man auf der gegnerischen Seite einsetzen. Aber da müssen dann schon im besten Fall mehr als nur 3 liegen, weil 3 Angriff bekommt er dazu. 6 wird abgezogen, dann zieht man gerade mal 3 ab. Ja, das lohnt nicht so krass. Es sei denn, der Gegner hat irgendwelche Brutmonster da mit 2 Neblingen und sowas, mit 2, wo dann halt die halt direkt sterben, das wäre nicht schlecht, aber. Es ist quasi so ein Bonuseffekt. Der Effekt hier ist gut. Nice. Aber ich kann auch nicht jede Goldkarte ins Deck packen, die ganz gut aussieht, weil ich glaube, wenn man nur Goldkarten im Deck hat, ohne Boostfähigkeit, ohne dass man Horn einsetzen kann, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ciri, Sprint. Wenn diese Einheit zerstört wird, verschiebe sie in dein Deck und erhalte 3 Basisstärke. Zerstört wird. Ich glaube, wenn sie am Ende auf den Friedhof geht, ist das kein Zerstören. Oder ist das dieser Effekt? Doch, das kann sogar sein, oder? Dass dieser komische Totenkopf da das anzeigt, ist da eigentlich schon das gleiche wie bei der Kuh. Vom Zeichen her. Aber da muss ich sie ja erst nochmal ziehen, also. Ich weiß nicht so recht. Das gibt nicht so richtig Sinn, habe ich das Gefühl. Willen treten mehrt. Zerstöre nach 3 Zügen zweimal nacheinander die stärksten Nicht-Goldeinheiten. Okay, genug geguckt. Wie gesagt, habe jetzt keinen Bock mehr, die ganzen anderen Karten anzuschauen. Dann sammeln wir halt erstmal unsere Scraps und vielleicht, wenn ich weiter sammle und 800 habe, dann kann ich mir immer noch das Igni machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Tschüss.